Ich denke, das stimmt nicht. Das hängt davon ab, wie man über Krieg nachdenkt. Wenn man in Kriegszeiten lebt, stimmt der Song. Der Krieg ist zu absolut nichts gut. Aber wenn Sie sich die großen Linien der Geschichte ansehen und 10.000, 15.000 Jahre zurückgehen, erkennen Sie, dass Kriege auch Gutes bewirkt haben. Was für eine These. Ausgerechnet Kriege sollen die Welt sicherer und reicher gemacht haben? Nicht nur Pazifisten müssen da schlucken. Der Krieg als heimlicher Motor des Friedens? Ja, geht's denn noch? Unsere Geschichte ist eine deprimierend blutige Angelegenheit. Ian Morris aber will hinter all dem Mord und Leid einen versteckten Mechanismus entdeckt haben. Einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass sich der Krieg selbst abschafft. Die Statistik scheint ihm recht zu geben. Früher war nicht alles besser. In der Steinzeit lag die Wahrscheinlichkeit, eines gewaltsamen Todes zu sterben, zwischen 10 und 20%. Im 20. Jahrhundert dagegen, trotz der zwei Weltkriege, Atombombeneinsätze und begangener Genozide, lag die Wahrscheinlichkeit global betrachtet nur noch bei 1 bis 2%. Also 10-mal geringer als in der Steinzeit. Damals, vor 10.000 Jahren, änderte sich der Charakter des Krieges. Der Mensch wurde sesshaft, erste Hochkulturen entstanden. Wer nun einen Krieg verlor, konnte nicht einfach weiterziehen. Er wurde vom Sieger geschluckt. Über die Jahrtausende entstanden so immer größere, immer mächtigere Staaten. Die Zahl der politischen Akteure nahm ab und damit auch die Zahl möglicher Konflikte. Diese Entwicklung könnte irgendwann in eine Weltregierung münden. Herrscher, die mächtige Staaten erschaffen haben, neigten dazu, üble Kerle zu sein, die aus rein egoistischen Motiven handelten. Aber wenn sie einen solchen Staat regieren und wollen, dass ihr Volk Steuern zahlt und für sie arbeitet, müssen sie dafür sorgen, dass es sich nicht gegenseitig umbringt. Das Resultat? Gesellschaften wurden mit der Zeit immer friedlicher. Das Leid des Einzelnen gerät so aus dem Blick. Nüchtern schaut Morris auf langfristige Kosten-Nutzen-Effekte. Denn wie bei der Evolution wirkt der Mechanismus des Krieges erst über viele Generationen hinweg. Geschichte ist nur ein Unterkapitel der Biologie. Der Mensch gleicht in vielerlei Hinsicht dem Tier, besonders den Menschenaffen. Krieg als evolutionäre Strategie? Der Mensch steht damit nicht allein. Schimpansen, unsere engsten Verwandten, gehen ebenfalls auf Kriegszug. Brutal. Solange der Lohn fürs Blut hoch genug erscheint, schrecken auch sie nicht vom Mord und Vergewaltigung zurück. Die Zwergschimpansen hingegen regeln ihre Konflikte einvernehmlich. Durch Sex. Und der Mensch, er hat beide Veranlagungen. Wobei sich Krieg immer weniger lohnt. Unsere Prämie auf Gewalt sinkt offenbar. Würde Immanuel Kant, der den berühmten Essay zum ewigen Frieden geschrieben hat, heute leben, er würde wahrscheinlich sagen, wir hätten die friedliche Welt, die er sich vorgestellt hat, beinahe erreicht. Und es gibt gute Gründe, dass wir ihr im 21. Jahrhundert noch näher kommen. Aber ich glaube, die Risiken und Gefahren werden ebenfalls steigen. Tatsächlich werden die nächsten 40, 50 Jahre die gefährlichsten der Weltgeschichte. Vor 100 Jahren schienen wir dem Weltfrieden schon einmal sehr nah. Damals gaben nicht die USA den Weltpolizisten, sondern das British Empire. Und damals wie heute schwächelte eine Supermacht, während ein neues Schwergewicht mit den Muskeln spielte. Ob China im aktuellen Konflikt um ein paar unbewohnte Felsbrocken im Südpazifik die gleichen Fehler wiederholt, die Deutschland 1914 in den Ersten Weltkrieg trieben? Nie war der Lohn der Gewalt so lächerlich gering. Aber was heißt das schon? Eine der Lehren, die wir aus der Vergangenheit ziehen können, ist, dass man Krieg nicht einfach wegwünschen kann. Einfach nur zu sagen, dass Krieg zu nichts gut ist, wie es der Song tut, führt zu nichts.